So, nochmal Test. Hören mich alle? Kommt an. Gut, wir haben jetzt hier auf der Zwischenkundgebung eine halbe Stunde etwa. Und der erste Redebeitrag ist von Jörg Schulz. Er ist Aktivist und freier Journalist bei Castor TV. Ja, hallöchen, liebe Teilnehmer der Demonstration hier, liebe Teilnehmerin. Ja, alles ist gut. Ja, wir könnten fast schon wieder nach Hause gehen. Die Angelegenheit ist erstmal erledigt. So zumindest die Darstellung von Regierungsvertretern. Die öffentliche Aufmerksamkeit lässt nach, wie auch hier an den Teilnehmerzahlen erkennbar ist. Unbestritten, es finden auch parallel noch andere Demonstrationen statt im Stadtgebiet. Also das ist wohl nicht nur der einzige Grund. Das mediale Interesse richtet sich auf den Krieg in Syrien derzeit oder auf die bevorstehenden Wahlen in der Bundesrepublik. Bestenfalls wird auf eine weitere, neuere Enthüllung von Snowden gewartet. Viele fragen sich, was denn noch alles? Es hat sich doch bereits eine Menge angesammelt, die dringend einer Klärung bedarf. Aber es ist ja Wahlkampf. Aber leider kein Snowden in Sicht. Die bestehenden Strukturen werden über viele Legislaturperioden aufgebaut. CDU, CSU, FDP, Sozialdemokraten, Grüne. Ich habe jetzt leider hier keine grünen Fahnen, sonst würde ich gerne winken dazu. Allen scheint es entgangen, was sich dort abgespielt hat. Sie schweigen weiterhin zu den Strukturen, die sie selber geschaffen oder geduldet haben. Wie peinlich ist es überhaupt, dass hier alle mitmachen oder nichts mitbekommen und alles auf neue Enthüllung von Snowden warten. Der Whistleblower Prize ging zu Recht an Herrn Snowden. Niemand hat die Absicht, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Sie besteht bereits. Die Politik und die Medien sind abgetaucht, vermeiden eine lang anhaltende Diskussion über die mannigfaltigen Eingriffe in die Privatsphäre und Betriebe. Ihr Auftrag ist es, die Demokratie zu schützen. Und aus der Geschichte heraus wissen wir, dass nichts gefährlicher ist, als zu schweigen, wenn es das Gewissen nicht mehr tragen kann. Nichts ist gefährlicher als zweckentfremdete Instrumente, die ihrem Auftrag nicht nachkommen oder in das Gegenteil verkehrt werden. Das ist nicht akzeptabel bei der Vielzahl der Betroffenen. Es beschränkt sich nicht nur auf die Nutzer von Internet und Telefon, sämtliche Kommunikationswege sind betroffen. Zu den Internetnutzern kommen noch alle die hinzu, deren Daten von Dritten ausgetauscht werden. Banken, Arbeitgeber, Versicherungen, Jobcenter, um nur einige zu nennen, machen Unbeteiligte zu Neuländern ohne Einwilligung und ohne, dass die Betroffenen es merken. Wozu das alles? Es ist bekannt, dass Terroristen aus dem rechten Spektrum in Deutschland jahrelang Serienstraftaten und Morde begangen haben. NSU, falls sich noch jemand daran erinnert. Ja. Der Schutz der Gesellschaft vor solchen Terroristen, so sagt man, ist die Aufgabe der Behörde und Institutionen, ihre Eingriffe in die Privatsphäre und die Geschäftswelt ein Kompromiss, den jeder eingehen soll. Jeder. Auch Priester, Rechtsanwälte, Kaufleute, Handwerker, Forscher, Abgeordnete und Ärzte, um hier nur einige zu nennen. Die Behörden haben im Falle der NSU bestenfalls versagt, wenn nicht bemerkt, trotz Scan- und Datenwahn mit Datenmengen, die jedes Vorstellungsvermögen übertreffen. Oder sie haben zugeschaut, was nationale Faschisten jahrelang hier treiben, ihr Morden lediglich dokumentiert. Wir sitzen in einem entgleisten Zug und glauben ernsthaft, die Wahl von neuem Personal würde den Zug schon wieder auf das richtige Gleis bringen. Die Überwachung, das Stalken und Schnüffeln geht so lange weiter, bis es beendet wird. Aufklärung kann auch dann erst erfolgen, wenn die Sache beendet ist, nicht im laufenden Betrieb. Es bleibt unser Job, diesen und anderen Praktiken die Unterstützung zu versagen und die Stimme zu erheben, wenn ein System mit seinen Instrumenten derart entgleist und sich jeder zivilen Kontrolle entzieht. Es ist der Job der Politik, Medien, Verwaltung oder Wirtschaft, etwas zu unternehmen, aufzuklären, zu informieren oder einfach einzugestehen, von allem nichts gewusst zu haben und entsprechend zu handeln. Eins ist für mich jedenfalls sicher:
es ist mit Sicherheit nicht sinnvoll, Krisen von denen lösen zu lassen, die sie herbeigeführt haben. Beenden und aufklären. Und dabei die Fische, verantwortet euch. Schönen Dank.